Ich begrüße Sie zu einem neuen Video, ein ganz kurzes Silber-Update. Und zwar heute mit den Themen: erstens, es gibt verschiedene Anzeichen, ob eventuell physisches Silber knapp werden könnte. Zweitens, wir schauen auf verschiedene Charts und das Gold-Silber-Ratio. Und als drittes habe ich noch eine kleine Weltsensation, was vor 100 Jahren passiert ist. Wir fangen mal direkt an. Wird physisches Silber knapp? Wir schauen in die Länder Australien, UK und USA, fangen an mit Australien. Da hat sich gerade etwas Seltsames zugetragen an der Perth Mint. Und zwar, wenn man hier dieses Video anschaut, ich verlinke es unter diesem Video, das ist aufgenommen am 1. April, das sollte aber kein April-Scherz sein, sondern eine Demonstration, wie viel Silber doch in dieser Perth Mint noch ist. Und wie man hier sieht, es wurde extrem gehatet, kann man sagen, dieses Video. Also 718 Dislikes ist doch schon ganz schön viel. Also dieser Marketingauftritt ging gehörig in die Hose. Und noch schlimmer, so jetzt, ein paar Tage später, musste diese Mine, die damit geprahlt hat, dass sie doch so, ach, so viel Gold und Silber hat, kam jetzt etwas in Not, und zwar in Erklärungsnot. Es gab einen Kunden, der wollte wirklich sich mehrere tausend Bars liefern lassen, und die Perth Mint hat dann, konnte das nicht wirklich einfach geradeaus liefern, sondern musste irgendwie eingestehen, dass sie Silber aus China beziehen. Und dazu sollte man wissen, dass die Kunden ein ganz gehöriges Aufgeld bezahlen, dass sie wirklich ihr Silber bekommen und in ihrer hohen Qualität. Und das ist natürlich ein gewisser Vertrauensverlust, wenn diese Perth Mint im Prinzip das Aushängeschild Australiens, was den Silbermarkt betrifft, da scheinbar irgendwelche Probleme hat, Silber zu beschaffen. Und das verfolgen natürlich jetzt auch verschiedene Kanäle im Netz, hier auf Twitter John Adams, den man auch folgen kann, der da immer wieder gute Sachen bringt zu Silber. Und er hat gerade dann nochmal nachgehakt und diese Schwierigkeiten bestätigt, die Perth Mint da hatte, diese 1000 Bars zu liefern, und dass die wirklich in China hier hergestellt werden. Gut, dann gibt es Zeichen von Knappheit auch in UK. Und zwar sehen wir hier bei Nummer 1 UK Bullion Dealer, also im Endeffekt Metallhändler in London, steht hier High Demand, also hohe Nachfrage. Und es dauert allein 2 Tage, um die Orders zu bearbeiten. Dann schauen wir nach USA, und da gibt es Kitco. Kitco hat auch ein sehr gutes Portal, wo man schöne Charts sehen kann zu Silber und Gold. Also sie haben eine lange Historie von Silber und Gold und verkaufen das scheinbar auch. Und hier hat wieder John Adams gefunden, dass die nicht, scheinbar nicht 100% gebackt sind mit Silber. Also das ist wirklich nicht so, wie sie vorgeben, so viel Silber haben, sondern dass das meiste Papier und digital Silber zu sein scheint und nicht physisches Silber. Also gibt es Gerüchte. Es gibt überhaupt in den USA so einen gewissen Vertrauensverlust, weil solche Sachen passieren, wie hier dieser YouTuber rechts oben zeigt, dass es nämlich extreme Verflechtungen mittlerweile gibt zwischen Aufsichtsbehörden und der Finanzindustrie. Zum Beispiel hat hier ein Ex-CFTC, also das ist die oberste Aufsichtsbehörde in den USA. Das kann man vergleichen mit hierzulande der BaFin, die ja zum Beispiel die Augen zugemacht hat bei Wirecard. Ich denke, sowas wie bei Wirecard, oder dachte ich immer, könnte in den USA nie passieren, weil dort die Finanzaufsicht eigentlich besser ist. Trotzdem ist es in den USA jetzt auch so, dass es immer mehr zur Verflechtung kommt zwischen Finanzindustrie und Aufsichtsbehörden. Also ich finde es schon sehr krass, dass jemand, der gerade bei in der Aufsichtsbehörde war, noch vor einem Monat, jetzt zu Citadel Securities wechselt. Das ist einer der größten Hedgefonds. Und
gerade mal 27 Tage später. Also da sollte nach meiner Meinung eine mehrjährige Frist sein, weil das ist natürlich nicht gut, wenn der, der die Finanzaufsicht führt, dann später genau bei solchen Unternehmen tätig ist, die er kurz vorher noch beaufsichtigt hat. Was passiert jetzt so am Markt? Also wir sehen so verschiedene Sachen. Zum Beispiel hier, die blaue Linie ist das Silber in COMEX, was wirklich da in den Lagern liegt. Und das hat abgenommen, und zwar seit dieser Silber-Squeeze gestartet ist. Das ist im Prinzip eine Bewegung in den sozialen Netzwerken, die von Kleinanlegern gestartet wurde, ähnlich wie von den Wall Street Bits. Und die kaufen halt physisches Silber. Und das hat hier schon, ob das korreliert ist oder nicht, kann ich nicht so sagen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass die dieses PSLV kaufen. Und das ist ein ETF, aber nicht einfach ein ETF aus Papiersilber, wie leider die meisten ETFs, die von unwissenden Privatanlegern gehalten werden, sondern das ist ein ETF, der wirklich mit physischem Silber hinterlegt ist. Also die haben wirklich das Silber, das man als Privatanleger kauft, im Tresor gelagert. Und man sieht hier schon, zu was die Privatanleger hier fähig waren, wie dieser PSLV jetzt massiv gekauft wurde, und gleichzeitig hat die COMEX etwas an Silber ausgeliefert. Das ist schon eine spannende Korrelation. Und diese Wall Street Silberfans, also es gibt nicht nur Wall Street Bets für die GMI-Aktie, sondern auch zum Beispiel für Silber hier. Ich teile den Link auch unter dem Video. Und diese Bewegung wird immer größer, und die wurde erst gestartet am 30. Januar. Also ist noch was sehr Neues, und dafür haben die schon ziemlich viel Effekt. Und da kann man reinschauen. Da sind immer viele Links zu Videos und natürlich dazwischen immer wieder, was ich etwas unnötig finde, immer wieder Leute, die halt zeigen, wie viel Silber sie gekauft haben. So, jetzt möchte ich mit Ihnen aber mal auf die Charts schauen und was an der Börse gehandelt wird. Und das ist natürlich das Silber, was große, ja, was sie, was am Papiermarkt letztlich gehandelt wird, wo halt alle möglichen Firmen, Goldman Sachs, JP Morgan oder auch eben diese Citadel Securities, überall natürlich auch ihre Finger drin haben. Aber das ist letztendlich der Markt, den die meisten Leute sich anschauen. Und da sieht es halt so aus, dass Silber im Moment mit der 200-Tage-Linie kämpft. Es ist zwar in einem Aufwärtstrend, seit letztem Jahr konnte man schon mit Silber etwas Geld verdienen, aber wenn man sich das mal langfristig anschaut, das wäre also dieses Stück hier, was hier gezeigt ist, dann hat Silber schon sehr stark gelitten. Seit 2011 konnte man damit eigentlich nicht wirklich Geld verdienen, und deswegen scheint es trotz Finanzkrise, die hier war 2008, nicht die erste Wahl der Anleger zu sein, wenn man hier wirklich auf diesen Markt hier schaut, was an der Börse notiert ist. Also scheint eine Diskrepanz zu geben, was hier an der Börse notiert ist und die hohe Nachfrage von den ganzen Kleinanlegern und auch von der Industrie mit dem zunehmenden Elektrifizierung der Welt scheint hier nicht widergespiegelt wirklich im Silberpreis. Sehr spannend. Auch spannend ist das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis von Gold zu Silber. Und interessant ist dieser Chart hier, der ist wirklich sehr langfristig von 1970 bis heute. Und früher war das Gold-Silber-Verhältnis ungefähr bei 10 von dem Silber, was in der Erde liegt, verglichen mit Gold und den zukünftigen Vorkommen, ist eher so ein Gold-Silber-Verhältnis von 5 denkbar. Aber tatsächlich war so die letzten 50 Jahre das tiefste Gold-Silber-Verhältnis damals 1980, als die Hunt Brothers wirklich angefangen haben, so wie das jetzt die ganzen Kleinanleger versuchen. Aber hier waren es halt zwei Brüder, die das Silber wirklich gehortet haben. Und da war dieser Spike, als das Silber quasi zum Gold nur noch das 15-fache weniger gekostet hat. Und heute zahlt man quasi für Gold 70 mal mehr als für Silber. Und interessant ist,
Das nächste Tief gab es so ungefähr bei dieser Tech-Bubble, nicht so wirklich ein Tief. Dann in der Finanzkrise 2008, da hat Gold wieder gewonnen. Natürlich, Gold ist nicht so in der Industrie wichtig, Silber aber schon. Und das war auch der Grund für diesen Covid-Spike hier, also für den massiven Anstieg von Gold gegenüber Silber. Besser gesagt, es war vor allen Dingen ein Einbruch des Silbers, weil Silber ja auch in der Industrie gebraucht wird. Und da wurde Silber sehr viel weniger erwartet, weil man halt diesen Zusammenbruch der Weltwirtschaft antizipiert hat. Aber es war ein Spike, der ist sehr schnell zurückgekommen und sowas ist eigentlich eher ein Signal, dass es in die Richtung weitergehen könnte. Also auch sehr spannend, das Gold-Silber-Ratio. Jetzt, was ich Ihnen sagen wollte, 100 Jahre ist her. Damals gab es die Weltsensation. Erstmalig in der Geschichte wurde eine Silbermünze höher gehandelt als eine Goldmünze. Das war vor 100 Jahren, kann man sich heute gar nicht mehr wirklich vorstellen, weil wir immer gewöhnt sind, dass das Gold einfach irgendwie 100 Mal wertvoller ist als das Silber. Und das zeigt auch schon, was Silber fundamental für einen Wert irgendwann mal haben könnte. Dann gilt für Gold und für Silber und natürlich auch für die Kryptowährungen Bitcoin. Wir haben verschiedene Krisen, Ukraine, Russland. Bahnt sich was an. Also Russland hat da Truppen aufgefahren. Übrigens Russland, wichtiger Handelspartner für Deutschland. Thema Energie kommt am Sonntag von mir ein Video zu Uran und Kernkraft. Und dann haben wir noch die Krisen hier um China, USA, Taiwan, um den umkämpften Halbleitermarkt. Und nee, das wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte das noch als Fazit. Da hat jemand unter ein Video von einem Kollegen geschrieben, das finde ich eigentlich ein gutes Fazit. Habe seit Anfang des Jahres etwas physisches Silber erworben, auch wenn ich nicht glaube, dass es so extrem wird, wie viele andeuten. Doch vorbeugen ist besser. Also wie gesagt, alles keine Anlageempfehlung, das soll nur ein kurzes informatives Video sein. Irgendwas ist da schief gegangen. Schadet aber nichts, ich bin relativ am Ende mit diesem Video. Möchte Ihnen nur noch den sagen, wenn Sie meine Videos gut finden, abonnieren Sie gerne den Kanal. Wir sind jetzt fast bei 1000 Abonnenten und geben Sie dem ein Like, dann wird es besser gefunden im Internet. Und ich schließe dieses Video mit dem Haftungsausschluss. Dieses Video ist keine Anlageempfehlung, handeln Sie immer auf Ihr eigenes Risiko, weil ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld Sie jetzt gerade zur Verfügung haben. Und lesen Sie sich diesen Haftungsausschluss mal in Ruhe durch. Da steht eigentlich drin, dass Sie selber für Ihr Handeln verantwortlich sind als erwachsener Mensch. Gut, vielen Dank fürs Zuhören.